Ich werde jetzt zeigen, wie sich mit dem Photojoiner in vier einfachen Schritten ein Facebook-Cover erstellen lässt. Zuerst auf Facebook-Cover klicken hier. Dann gibt es eine kurze Übersicht. Zuerst Bilder hochladen, dann Vorlage auswählen, dann die Bilder auf die Vorlage ziehen und zum Schluss abspeichern. Und das können wir jetzt gerade ausprobieren, wenn wir auf Create Facebook-Cover klicken. Kommt der Editor und im ersten Schritt zeige ich mal den einfachsten Fall. Ich werde einfach das Template umschalten auf ein Bild. Hier den Rand werde ich ganz wegnehmen und das Beispielbild mal hineinziehen. Dann noch nach oben und unten schieben, bis mir die der Ausschnitt passt. Und dann noch einen Text ergänzen. Da unten gibt es das Textfeld, da kann man sich eine Schrift aussuchen. Ich nehme mal Droid Sans und macht es relativ groß, damit man es dann sicherlich auch gut sieht. Und die Farbe, die lasse ich, glaube ich, mal wie sie ist. Und kann jetzt Add Text, dann wird mir hier ein Beispieltext mal eingeführt. Ich ziehe da am diesen Kreis nach unten, dass das ganze Bild gefüllt wird. Den anderen Kreis nach oben. Mit dem blauen könnte ich es auch herumschieben. Aber ich möchte jetzt eigentlich mehr oder weniger das ganze Bild hier mal abdecken mit meinem Textbox. Dann kann ich hier so ein bisschen rumschieben, den Text, wo ich ihn haben möchte. Die Ausrichtung ist in dem Fall jetzt besser. Mach ich mal linksbündig. Und um den Abstand ein bisschen größer zu machen, ein, zwei Leerschläge. Und so kann ich hier ziemlich genau einstellen, wo ich den Text haben möchte. Der erste Text soll jetzt mal sein Hashtag 1. Portfolio und sage jetzt mal, bin so schon zufrieden, sage Save und bekomme dann einen Download angeboten. Hier Download Foto, so sieht das Ganze aus. Ich lade mir das mal auf den Desktop herunter. Speichern. Und habe jetzt hier dieses Facebook-Cover fertig. So sieht das jetzt aus. Perfekt. Also das kann ich wieder fortschmeißen. Dann im nächsten Schritt möchte ich nochmal ein Foto an Facebook für Foto gestalten. Also nochmal Create Facebook-Cover. So, Create Facebook Cover und bekomme ein neues leeres Feld. Dieses Mal möchte ich drei Bilder kombinieren. Sag mal in dieser Art und Weise immer ein etwa gleich großes Bild und suche mir dazu Media Bilder. Dauert einen Moment. Da Bilder. Normalerweise müsste ich jetzt das Copyright abklären, aber für das Beispiel hier nehme ich jetzt einfach irgendwelche Bilder. Jetzt kann ich was herunterladen zu mir auf den Schreibtisch. Jetzt Schreibtisch speichern. Nehme drei davon. Das ist noch lustig. Auch auf den Schreibtisch. Und das dritte, was nehme ich da noch? Da all die Apps vielleicht. Das hier sieht noch lustig aus. Also Datei anzeigen. Und auch wieder speichern. So, jetzt habe ich diese drei Bilder und die muss ich jetzt zuerst hier in meine Bibliothek hinzufügen, dafür Add Images anklicken und dann versuche ich mal, ob alle drei auf einmal gehen. Jawohl, ich kann alle drei aussuchen, öffnen und die werden mir jetzt hochgeladen. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, in welcher Reihenfolge möchte ich die am liebsten haben. Sag jetzt mal, das in der Mitte.
Ganz vorne. Und auch die Lage noch kontrollieren, damit man den Ausschnitt sieht, der mir am besten gefällt. Und noch die Apps, dieses hier. Kann auch ein bisschen rumschieben, dass der Ausschnitt drin ist, den ich haben möchte. Da ich zufrieden bin, kann ich noch die Farbe des Randes ändern. Es ist alles ein bisschen bläulich. Darum nehme ich da irgendeine blaue Farbe, vielleicht die hier. Dann sieht das doch schon sehr stylisch aus. Könnte da jetzt noch weitere Dinge reinschreiben, aber weil da schon Social Media steht, glaube ich, lasse ich das gerade und mache mal Save. Dann gibt es das gleiche Spiel wie vorhin. Ich kann auch wieder auf Download Foto gehen. Das zeige ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Das hast du jetzt wahrscheinlich schon gesehen. Dann gehe ich wieder zurück auf die Startseite und mache nochmal Facebook Cover. Da wieder Create Facebook Cover. Ich möchte jetzt mal mit einem Screenshot arbeiten, zum Beispiel von den Learning Apps. Dann habe ich das hier. Und damit das dann gut ausschaut, macht es Sinn, dass man das ein bisschen, den Screenshot sich ein bisschen überlegt. Ich sage jetzt mal Screenshot, Bildschirmfoto. Und ich möchte den Aufnahmebereich auswählen. Und ziehe mir jetzt hier so einen Bereich auf. Vielleicht ist das so, dass da das ganze Learning Apps Zeugs drauf ist. So, loslassen. Und speichere mir den auf den Schreibtisch. Hoffentlich hat es geklappt. Mach wieder ein Bild hier, das in Vorlage, dass ich genau ein Bild dahin bekomme. Add Images. Und da ist das Bildschirmfoto. Kann das wieder hereinziehen hier. Und nochmal aussuchen, wo ich den Ausschnitt habe. Möchte den schwarzen Balken, möchte ich nicht, dann ein bisschen höher. Und dieses Mal kann ich den Rand entweder weiß lassen, sieht eigentlich schön aus. Ich könnte aber auch so einen rötlichen, orangen farbigen Rand machen. Passt auch. Und da könnte man jetzt auch wieder einen Text ergänzen, eigene App gestalten oder so. Ich glaube, das hast du jetzt auch schon gesehen. Darum schließe ich jetzt ab. Der letzte Schritt wäre wieder Save, aber eben, das habe ich auch schon mal gezeigt. Kannst noch einmal zeigen zum Abschluss. Save. Und dann kommt da der Download, wieder Download Foto, Datei speichern. An der Stelle kann ich natürlich auch gerade einen sinnvollen Namen geben, zum Beispiel, oder war es 4, ich weiß nicht mehr, so speichern. Dann habe ich auch gerade schon einen Namen, den ich haben möchte. Gut, ich glaube, das reicht, um das zu erklären. Ich wünsche viel Spaß beim selber Ausprobieren.